Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Left 4 Dead 2 Anime Mordception. Dam, dam, dam. Und ich habe die Aufnahme wieder beendet und nochmal neu gestartet. Fuck. Hi Leute, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit bis hierhin. Und oh Gott, ich bin immer noch gerade total geflasht. Ich habe vorhin wieder Ori und Dino Horde gezockt. Ich war so derbe geflasht. Ich hab's alleine gezockt und bin weitergekommen, als ich und der Soul Reaper jemals gemeinsam gekommen sind. Ich habe wirklich alles geschafft. Ich habe irgendwie also wirklich, ich will jetzt mich nicht hier gut machen oder so. Und vor allem, ich will nicht lügen. Wirklich, ich habe drei T-Rexes getötet. Drei. Und dann noch diesen Zoichiro, weiß ich was, Saurus. Ja, auf jeden Fall zurück im Spiel. Mods habe ich diesmal wieder ein bisschen verändert, also ich habe immer noch die gleichen, aber habe ein paar umgestellt, ein paar eingeschaltet, ein paar ausgeschaltet wiederum. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Oh nein, ich soll jetzt erstmal noch die Map suchen. Und ich glaube, mich erwartet eine schlimme Map, bei der ich wieder mal Angst haben kann. Oh, bitte mach nicht, dass es. Nein, nicht zum Fieberdruck Lakana war. Oh nein, nicht weg. Okay, diese Map habe ich schon gespielt, aber ich werde auf die Schnauze bekommen. Deshalb stelle ich gleich von Anfang an auf. Vielleicht, weil ich mir sonst wirklich in die Hosen mache. Weil die Map ist extrem geil und schwierig. Wirklich geil und schwierig. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in Game. Und yo, da sind wir wieder. Oh, ich kann mich noch gut an diesen Ort erinnern. Ihr euch auch, Teammates? für die, die den letzten Part nicht gesehen haben, guckt euch einfach kurz das Ende des letzten Parts an. Dann wisst ihr, was ich jetzt gemeint habe. Also erst Rock'n'Roll und dann Zombies. Der schönste Tag meines Lebens. Beste Tage meines Lebens, huh? Mal Muni nachfüllen und nachladen und dann geht die Party los. Ich würde sagen, schlauestes, was ich machen kann, durchrennen. Obwohl ich mir nicht gerade sicher bin, ob die Taktik wirklich funktionieren wird auf dieser Map hier. Ich habe jetzt zwar auf Leicht gestellt, aber wir haben, also Solip und ich haben ja eigentlich schon oft Left 4 Dead gemeinsam gespielt, sonst bevor wir angefangen haben mit YouTube. Und ich habe die Map wirklich, ohne zu lügen, ich habe die nie geschafft. Nie. Nie. Egal ob mit jemand anderem oder alleine. Ich habe die Map nie gepackt. Nie. Das ist so. Also einfach jetzt diese Mission, ich habe die nie gepackt. Ich weiß nicht warum, ich glaube, ich bin einfach zu schlecht dafür. Ich bin einfach zu schlecht für den. I'm too bad for the shit. Gott, tötet. Seht ihr? Ich komm raus. Ich komm raus, kommen Hunter und ein Jockey. Beide. Nicht nur einer. Wie normal irgendwie. Nein, zwei. Einfach weil sie sich so denken, hey, lol. Nur einer? Nee, zwei, obwohl du auf Leicht gestellt hast. Hahaha. Hahaha. Abspacker von meiner Erbsen. Licht an! Lade nach! Lade nach! Okay, und ich glaube, es ist schlauer, wenn ich den Sound wieder ein bisschen runterschalte. Ne, obwohl der ist eigentlich schon extrem tief unten. Komm, ich versuche jetzt einfach mal so. Okay, was ich hier machen sollte bei der Map ist die Feuerwerkskörper nehmen. Lade nach. Okay, das Schloss ist wirklich einfach alles oben anfangen mal anzusammeln, damit man dann in Ruhe oben campen kann. Ja, schießt doch noch mehr auf eure Teammates.
Ich weiß, ich habe euch letztes Mal gekillt, deshalb müsst ihr mir jetzt nicht irgendwie versuchen, das heimzuzahlen oder so. Das werdet ihr nämlich hier nicht schaffen. Hahaha. Warte, los. Da liegt ein Molotow. Sehr schön. Das mag man doch, wenn Mollys rumliegen. Zum Glück liegen da sogar zwei Defibrillatoren. Wenn ich es aussprechen kann. Und ich habe es geschafft. Yay. Weil ich glaube, ich werde die auf dieser Map extrem gut gebrauchen können, weil ich nicht weiß, wie meine Teammates, also wie die Bots und ich das so aushalten werden. Und ich glaube, es könnte ziemlich gefährlich werden. Jetzt habe ich beide Waffen. Das sind nur Mollys. Bitte sag mir, dass irgendwo noch ein, wie heißen die? Warte, wie heißt das nochmal? Licht an! Nein, nicht Licht anschalten. Die Teiler, wie heißen die nochmal? Ich weiß gerade nicht mehr. Warte, warum bin ich eigentlich nicht so schlau? Und leg die da hin und verkennt mich dort oben. Das wäre nämlich auch nicht gerade eine dumme Lösung. Eine Glock. Das war auch gut, aber ich nehme lieber die zwei kleinen Waffen. Da bin ich mir. Da kann ich mehr. Da kann ich öfters draufballen und habe nicht gleich keine Muni mehr. Wo haben wir denn was? Ich bitte, ich hoffe jetzt einfach wirklich mal, dass ich noch, dass hier auf der Map irgendwo noch eine Rohrbombe, genau, Rohrbombe hießen die Teile, dass hier irgendwo eine Rohrbombe rumliegt, weil das sind echte Lebensretter. Das sind Lebensretterbomben, ja. Ich sag das jetzt einfach mal so, wirklich echte Lebensretterbomben, weil die Teile, die wirfst du einfach. Alle Zombies gehen dorthin. Du hast genug Zeit, um irgendwie deine Freundin zu retten, alle wieder aufzuhalten. Und da haben wir drei. Oh, ja, 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 ja. Oh yeah. Wir müssen rauskriegen, wie wir das alles anzünden. Oh shit, Damage. Es ist wahrscheinlich nicht so eine kluge Art, hier runter zu jumpen. Alter, weh, ihr seid so behindert und schießt darauf. Wenn die Feuerwerkskörper jetzt losgehen, ist alles für den Arsch gewesen. Lichter an! Ich lege hier oben noch eins hin, so für Last Man Standing. Alter, einfach wenn so was passiert, wie jetzt zum Beispiel, alle werden gekillt, nur noch einer lebt, dann kann der da drauf, da kann ich da drauf schießen, weil wahrscheinlich ich der sein werde, der das noch überleben wird, und dann gibt es einfach so eine Art Camping-Action, ja. Ich nenne es jetzt wirklich einfach mal Camping-Action. Und das Schlauste ist jetzt, wenn ich, genau, wo hast der Typ, Alter, wo hat der Typ jetzt die Robbombe hingeworfen? Ich wollte es eigentlich so machen, dass ich die Robbombe, die ist bis hier runter, oh, Junge, Idiot. Okay, versuchen wir es einfach mal. Ich kann dann später noch sonst irgendwas überlegen. Auf jeden Fall habe ich jetzt versucht, alles ein bisschen bereit zu machen, damit wir möglichst gut klarkommen und nicht gleich sofort drauf gehen werden. Oh, fuck it. Oh, shit, ich glaube, das hätte ich gar nicht tun sollen. Oh, fuck it. Licht! Hilfe naht, verteidigt euch. Jetzt wird's hardcore. Hört ihr das? Hört ihr das? Das sind die Stimme von 1 Milliarde Zombies oder noch mehr. Teammates, kommt hier! Nicht mein Problem, nicht mein Problem. Da 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 da. Viel Spaß beim Verbrennen. Ah, ich liebe dieses Feuerwerk.
Nee, nicht mein Problem. Einer der Bot ist sogar genug intelligent gewesen, um ein bisschen hochzukommen. Gut gemacht, Botti. Der Tankman Cesar würde bis hier hinkommen. Ah, Charger, Alter, ich verwechsel die Nebende. Der Mobs immer wieder. Oh, ich hatte gegeben. Ich war gerade der, der ihn gekillt hat. Ich hab's gewusst, da kommt unser lieber der Freund Terminator. Alter, willst du mir sagen, der ist jetzt so schnell verbrannt? Alter. Nicht wirklich jetzt, oder? Gott, zum Glück ist der Schleim nicht zu mir gekommen. Aha, da kommen noch ein paar Horn mehr. Da haben wir die echte Party. Sorry, dass ich jetzt gerade so wenig spreche, aber ich habe gerade extrem derbe davor Schiss, dass ich gleich auf die Schnauze bekommen werde. Deshalb muss ich die ganze Zeit gucken, was ich aktivieren will und wie ich das alles tun will. Und jo, bis jetzt hat das gut geklappt. Ich frage mich, wie lange das noch dauern wird. Wahrscheinlich war es sogar extrem behindert, dass ich alles so früh verballert habe. Ja, war es wahrscheinlich sogar. Weil ich jetzt einfach keine Sachen mehr habe, um mich zu verteidigen. Und dann kommt es wahrscheinlich so, dass ich extrem derbe auf die Schnauze bekomme. Rauf, 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 rauf. Geh doch rauf, Alter. Wie ich einfach immer so dumm bin und runter charmen, dass ich einfach so dumm rumgammeln. Wo? Dummer Smoker. Boah, jetzt! Boah! Das ist das Finale der Knight Riders. Was? Soll ich sagen, der Tank wurde so schnell zerstört? Noch ein Tank? Ja, scheiß auf deinen Musikgeschmack, aber... Wow. Alter, nicht ernsthaft. No, fuck you all, bitches. Alter... Alter, ich habe es tatsächlich beim ersten Versuch geschafft. Das ist die Macht des Animes. Hahaha. Alter, warum ist der Sound draußen? Jetzt. Die Überlebenden konnten fliehen. Wir haben dieses Kapitel geschafft, Leute. Extrem geiler Scheiß. Hat extrem Spaß gemacht, gesamte Kampagne. 0 Stunden und 12 Minuten was? Ich habe jetzt nur 12 Minuten aufgenommen. Scheiße, wie will ich das hochladen? Das geht doch nicht. Boah, verbrauchte Schmerzmittel hat Nick 1 gebraucht. Rohrbomben habe ich eine verwendet. Zwar schön am Schluss, das eigentlich ziemlich gut war. Ich tatsächlich nicht viele schlechte Sachen, die ich gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich schon ein paar Sachen falsch gemacht, aber sonst habe ich es nicht groß gemerkt. Hunter hat Coach mehr, Boomer habe ich die meisten, Smoker auch, Charger haben sie mir genommen, Jockeys habe ich keinen gekillt, Spitter auch nicht, gewöhnlich Invisierte, 123 habe ich gekillt, nicht schlecht,
Hat am wenigsten Schaden erlitten, 26. Boah, da war ich immer auch der Beste, weil ich schön gekämpft habe wie eine Pussy. Hat am wenigsten Verbündete getroffen. Money bei 98. Hat die Witch am meisten gestört, war keine da. Hat die meisten Verbündete beschützt, 3. Hat die meisten Verbündete geheilt, Genauigkeit insgesamt, 25% hatte ich nur. Kopfschüsse, Prozentsatz aller Treffer, 11%. 348 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Also seht die Kinder, nie sowas nachmachen, sonst werden die am Zombies verletzt. Und da sind wir wieder im Menü, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau noch überbrücken soll. Ich könnte jetzt einfach noch ein bisschen labern. Jo, werde ich auch wahrscheinlich tun. Also nein, tue ich jetzt auch noch ein bisschen. Und zwar einfach noch mal ein bisschen sonst über ein paar verschiedene Sachen. Eben, wenn ihr wollt, ich wäre sehr froh, wenn ihr mich aufs... Also, ich würde es cool finden, sagen wir so, wenn ihr mich auf Steam adden würdet. Ich habe momentan noch nicht so viele Friends, weil ich auch nicht einfach jeden Belieben gleich einlade, um, also nicht gerade jeden Beliebigen eine Freundschaftsanfrage schicke. Würde mich freuen, wenn ich mal irgendwas mit euch zocken könnte, zum Beispiel Left 4 Dead 2. Der Dein könnten wir zocken, Dino Horde. Was gibt's da noch alles? Der Herr der Ringe Online könnten wir zocken, auch sonstige MMOs. Komme ich einfach mal bei Steam adden, wenn ihr Lust habt. Und ja, schreibt mich sonst an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche sonstigen Dinge. Was gab's noch? Ja, eigentlich nicht mehr groß viel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Konntet ein bisschen abschalten vom Dienstag. Scheiße, es ist schon wieder Dienstag. Die Woche dauert noch so lange. Aber ich werde das schon durchhalten und ich auch. Weh, tut das nicht. Halber Ausraster. Nee, eben nochmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und wir sehen uns dann oder hören uns respektive beim nächsten Video, Leute. Ciao.